Hallo, hier ist Movie Seeker. Heute möchte ich ein bisschen als Nachtrag zu meinem letzten Video noch auf ein paar Schlockfilme eingehen und dann habe ich auch noch ein paar allgemeine Gedanken, über die ich gern reden möchte. Los geht's mit einem Film, der Schlock ist und tatsächlich mal etwas Besonderes, denn von diesem Film möchte ich wirklich allen Fans, Filmfans und auch sonstigen Fans abraten. Der dunkle Turm, 2017. Ich mochte diesen Film nicht. Ich habe alle Stephen King Bücher gelesen. Das ist die Verfilmung der Stephen King Bücher um den Revolverheld, um den letzten Revolvermann, Roland Deschain, der in einer fantastischen Welt, die sich irgendwo zwischen Western, ein bisschen High Fantasy und Apokalypse befindet, seinen Weg macht, um dort den dunklen Turm zu erreichen und außerdem den Mann in Schwarz, den Bösewicht der Geschichte, jagt, um ihn für vergangene Taten zu bestrafen, die zum Beispiel dazu geführt haben, dass Roland jetzt der letzte Revolvermann ist. Das ist eine extrem kurze Zusammenfassung, denn die Buchreihe umfasst 7, wenn man in einen Zusatzband dazu rechnet, sogar 8 Bücher von Stephen King. Ist extrem umfangreich, extrem detailliert. Ich habe sie sehr gern gelesen. Trotzdem ist meine Zusammenfassung hoffentlich noch etwas akkurater als das, was wir in diesem Film präsentiert bekommen. Der Film ist von 2017 und ist geschrieben von Akiva Goldsman, einem Drehbuchautor, den ich persönlich nicht besonders gern mag. Er hat vergangene Sachen gemacht, hat uns solche Perlen geschenkt wie Batman und Robin oder Star Trek Discovery, hat sich also nicht besonders gut bei mir eingeführt, auch mit anderen Projekten. Und der hat tatsächlich diesen Film hier geschrieben und dementsprechend mies ist er auch geworden. Ich habe mich zunächst in den Trailern ein bisschen an der Besetzung von Idris Elba als Roland Deschain gestört. Ich habe mir in den Büchern natürlich anders vorgestellt. Auch Matthew McConaughey als Mann in Schwarz war ich mir nicht ganz sicher, ob das funktionieren würde. Ich kann jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, sagen, dass die Qualität des Films, die hapert, liegt nicht an den Schauspielern. Die machen ihre Sache ganz gut und mit einem vernünftigen Drehbuch hätte das auch funktioniert. Aber 7/8 Bücher auf 1,5 Stunden Film runterzubrechen, ist einfach keine gute Idee. Man hätte es entweder länger anlegen sollen, es war ja auch mal angedacht, einen Film und dann eine Fernsehserie zu machen, die vielleicht auch doch noch kommt, aber mit dem Film wahrscheinlich nichts zu tun haben wird, wofür ich ganz dankbar bin. Es hat einfach nicht funktioniert. Der Film kümmert sich viel zu kurz um wichtige Dinge, verändert Plotpunkte. Und obwohl die Schauspieler nicht das Problem sind, die machen ihre Sache ja, wie gesagt, wirklich ganz gut, ist es einfach hanebüchen zu sehen, wie dieser Stoff massakriert wird, um ihn auf 1,5 Stunden zu bringen und ihn möglichst für den Mainstream anzupassen. Ich kann den Film tatsächlich nicht empfehlen. Gut. Diese Warnung wollte ich kurz vorweg schicken, weil ich mir dachte, es ist vielleicht sinnvoll, den in der Schlockecke auch nochmal zu erwähnen. Jetzt komme ich zu einem anderen Schlock, der absolut einen furchtbaren Film ergibt, aber man kann ihn sich unter gewissen Gesichtspunkten tatsächlich noch antun. 2001, Dungeons and Dragons. Viele Reviewer, die witziger und besser sind als ich, haben da schon interessante Sachen zu gemacht auf YouTube und deswegen möchte ich das nicht zu weit ausdehnen. Dungeons and Dragons ist die Verfilmung des berühmten Rollenspiels. Ich selbst bin auch Tischrollenspieler und habe auch in meinen jüngeren Jahren sowohl D&D als auch AD&D am Spieltisch gespielt, kannte mich also mit der Thematik ein bisschen aus. Das Ganze ist furchtbar schlockig. Also es ist einfach nur mies. Die Schauspielerleistungen sind mies. Es ist nicht so wie bei Dunkle Turm, wo es vielleicht ein paar Sachen gibt, wo man sagen könnte, naja, das geht vielleicht noch. Die Schauspieler sind mies, das Drehbuch ist mies, die Effekte sehen billig aus. Keine Ahnung, wo die $35 Millionen Budget hingegangen sind. Aber nicht unbedingt nur in die Effekte. Die Props, also die Requisiten und die Kostüme sehen wirklich billig aus, als wären sie aus dem letzten Supermarkt zusammengeklaut. Und von die Musik, die immer dasselbe Thema wiederholt und die Struktur der Story, die im Grunde fast keine ist. Es ist eine extrem verhackstückte Heldenreise, die man hier präsentiert bekommt. Und die teilweise unglaublich bizarren, unfreiwillig komischen Momente, die sich der Film, der sich leider auch einigermaßen ernst zu nehmen scheint. Ich habe mir den Anfang des Audiokommentars mal angesehen. Den ganzen Audiokommentar auf der DVD habe ich nicht geschafft. Aber ich habe den Eindruck, dass die Macher tatsächlich meinten, sie drehen hier ein qualitativ vernünftiges Stück Fantasy. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Nach wie vor kann ich sagen, dass dieser Film fürchterlich schlecht ist. Ich möchte mich da allen anderen Reviewern auf YouTube auch anschließen.
Der Grund, warum ich ihn hier präsentiere, ist also nicht nur, dass er schlockig ist, sondern weil ich eine Sache dazu sagen möchte, tatsächlich kann man ihn sich ansehen. Aber man muss wirklich ganz genau darüber nachdenken, unter welchen Gesichtspunkten man das tut. Denn dieser Film ist wirklich unglaublich mies und da gibt es auch keine, wie bei anderen Filmen, die ich schon vorgestellt habe, keine vorteilhaften Dinge, die dann vielleicht doch noch viel entsprechen. Der Film ist einfach durch die Bank mies. Großartig, eigentlich großartige Schauspieler wie Jeremy Irons und talentierte Darstellerin wie Thora Birch liefern eine Performance ab, die einem nur noch die Zehennägel hochrollt. Thora Birch in einer leblosen, emotionslosen Performance und Jeremy Irons, der komplett mit Hasenzähnen-Mimik das Overacting seines Lebens bietet. Und jetzt komme ich zu dem Grund, warum man sich den Film tatsächlich ansehen kann. Wenn man sich von jeglichen Qualitätsansprüchen verabschiedet hat, ist der Film einfach saukomisch. Er hat so diesen Trash-Faktor, den Film lächerlich und dadurch unterhaltsam macht. Allein Jeremy Irons beim Chargieren zuzuschauen oder seinem Helfershelfer mit den blauen Lippen, der die Protagonisten verfolgt und dabei einen One-Liner nach dem nächsten absondert, die einfach nur Hanebüchen sind. Man kann sich über diesen Film hervorragend amüsieren, aber man muss leidensfähig sein und man darf sich keine Illusionen machen, was man hier serviert bekommt, nämlich wirklich puren, miesen, nicht zu rettenden Schlock. Teilweise ist es wirklich komisch. Als D&D-Fan oder Tischrollenspieler sollte man sich überlegen, ob man sich das ansieht, weil er macht schon wirklich Hackfleisch aus dem eigentlich interessanten Thema. Gut, das dazu. Jetzt komme ich zu einem dritten Film, der witzigerweise die meisten Qualitäten aufweist, die Dungeons & Dragons auch hat. Trotzdem kommen wir zu einem völlig anderen Endergebnis. Van Helsing. Tja, der Film ist von 2002 und es ist tatsächlich so, dass Hugh Jackman die Hauptrolle spielt. Der war damals durchs X-Men sehr populär. Und es ist tatsächlich so, dass Van Helsing auch ziemlich schlockig ist. Es geht hier nicht um Abraham Van Helsing, den berühmten Vampirjäger aus Bram Stokers Roman, sondern es geht um Gabriel Van Helsing. Keine Ahnung, wer das sein soll. Verwandt, verschwägert, wird nicht geklärt. Er jagt auf jeden Fall Monster für die katholische Kirche und wird halt nach Transsilvanien gerufen, um dort einem heroischen Zigeunerclan gegen den Vampirfürsten selbst, Dracula, zu helfen. So seltsam, wie das klingt, ist der Film auch. Er ist überzogen, er hat kein besonders gutes Drehbuch. Die Schauspielleistungen rangieren zwischen Overacten und eigentlich gar nichts. Trotzdem komme ich zu einem anderen Endergebnis als bei Dungeons & Dragons. Dieser Film macht mir tatsächlich wirklich ziemlich Spaß. Und nicht nur auf der Trash-Ebene, wo man sagt, oh, es ist total lächerlich, sondern auf einer Ebene, wo ich denke, ich habe wirklich Spaß an dem Film. Woran liegt das? Ich glaube, den Grund gefunden zu haben, und zwar ist der, glaube ich, dass Van Helsing sich nicht wirklich ernst nimmt. Wo Dungeons & Dragons immer noch so ein bisschen von den Machern her den Flair versprüht, als würde es hier um eine epische, ernsthafte Fantasy gehen, lässt Van Helsing im Grunde alle Hoffnung fahren und man merkt daran, wie die Schauspieler es anlegen, wie der Film inszeniert ist. Der Film hat einfach Spaß an der eigenen Überdrehtheit, an dem eigenen bunten Comic-Bilderbogen, wo dann ein Monster nach dem anderen präsentiert und verhackstückt wird, beziehungsweise wo die Kulissen überborden und die tatsächlich ziemlich gut gelungenen Effekte, im Gegensatz zu Dungeons & Dragons, war hier etwas mehr Budget natürlich auch vorhanden, sorgen dafür, dass man tatsächlich Spaß hat auf dieser Krach-Knall-Bumm-Hirn-Ausschiene, die ich ja auch bei anderen Schlockfilmen schon erwähnt habe. Das funktioniert tatsächlich auch bei Van Helsing. Hugh Jackman ist wie immer sympathisch. Und auch die anderen Darsteller im Film wirken so, als hätten sie so viel Spaß an diesem objektiv gesehen schlockigen Stück Film, dass der Spaß sich irgendwie überträgt und man tatsächlich Spaß bei diesem Film hat. Ich kann ihn empfehlen, genauso wie ich Filme wie George aus dem Dschungel, die liebenswert schlockige Tarzan-Parodie und natürlich auch andere Filme dieser Art empfohlen habe. Wenn man halt sein Hirn ausschaltet und einfach Spaß haben möchte, ist dieser Film tatsächlich gar nicht mal so schlecht geeignet. Mich hat er gut unterhalten. Wenn man ein Literaturfan ist und Dracula und Frankenstein gelesen hat, sollte man allerdings nicht auf eine akkurate literarische Präsentation hoffen. Das kriegt man hier nicht. Schlockiger Spaß. Das ist die Forschung der Filme von heute. Und da ich jetzt damit durch bin, möchte ich noch ein oder zwei Gedanken, die ich mir in letzter Zeit filmisch gemacht habe, hier auch nochmal auf diesen Clip
in diesem Clip aufnehmen. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, warum eigentlich Schlock? Warum schaut man sich den Schlock an? Ist das nicht eigentlich Zeitverschwendung? Es gibt so viele gute Filme da draußen und warum guckt man sich gerade die an? Ich habe dazu eine Theorie, die ich hier kurz darlegen möchte. Schlock, vor allem Schlock so wie Van Helsing, George aus dem Dschungel, Prince of Persia, habe ich auch in einem anderen Video vorgestellt. Das sind alles Filme, die doch auf eine gewisse Art unterhalten können. Und bei mir ist es ein bisschen so, wenn man immer nur großartige Filme sieht, den nächsten Lawrence von Arabien, den nächsten Herr der Ringe, den nächsten E.T. der Außerirdische, den nächsten Star Wars, irgendwann, finde ich, kommt man in einen Zustand, wo man die großartigen Filme, wenn man nur welche davon sieht, kaum noch richtig würdigen kann. Ich habe es ganz gerne, zwischendurch mal einen unterhaltsamen Schlockfilm anzuschauen oder vielleicht Filme, die ich noch gar nicht vorgestellt habe, mittelmäßige Filme, sollte ich vielleicht auch mal was zu machen. Denn das bläst mal wieder das Hirn so ein bisschen frei für den nächsten großen Klassiker, den ich dann auch wieder im Vergleich entsprechend würdigen kann. Es macht auch Spaß, finde ich, wenn man mit mehreren Leuten zusammensitzt und einen Schlockenfilm einfach mal so ein bisschen auseinandernehmen kann. Das kann wirklich sehr unterhaltsam sein. Das habe ich auch schon mit großem Spaß gemacht. Und beim nächsten Klassiker freut man sich halt umso mehr, dass die Filmlandschaft so variantenreich und so vielfältig ist. Und das ist auch ein Grund, warum ich gerne Filme sammle und gerne Filme schaue. Diese Vielfältigkeit, dass man halt vor seinem Filmregal steht und sagt, wow, jetzt möchte ich mal etwas, was mein Hirn nicht fordert, oder heute möchte ich mich mal intellektuell fordern und mich damit und damit mit diesem und diesem Thema beschäftigen. Das ist alles möglich, da die Filmwelt so vielfältig ist. Und da fände ich es schade, wenn man sich immer nur auf eine Art Filme oder auf eine Qualitätsstufe beschränkt. Ein bisschen über den Tellerrand schauen kann sehr unterhaltsam sein und wie gesagt, in meinem Fall auch wieder so ein bisschen den Geist freimachen, die Bereitschaft für einen schweren Klassiker mal wieder stärken. Das ist der Grund, warum ich mir gern mal den einen oder anderen Schlock in Anführungsstrichen antue. Gut, die zweite Sache, über die ich jetzt ganz kurz noch am Ende dieses Videos reden möchte, ist, dass ich mir halt überlegt habe, was mache ich hier eigentlich so für Videos? Ich habe jetzt immer wieder Filme vorgestellt, habe mich mal dem einen, dem anderen Genre gewidmet, habe ich öfter mal dem Schlock gewidmet. Und gut, so viele Leute schauen meinen Kanal nicht, aber ein paar Leute scheinen das hier zu tun. Und ich möchte hier an dieser Stelle einfach mal die Frage anbringen, was sind interessante Themen für euch, meine Zuschauer, so wenig ihr auch sein mögt. Was ich toll fände, wäre, wenn ihr mal in die Kommentare reinschreibt, ob es bestimmte Genres oder bestimmte Themen gibt, die ich hier mal verarbeiten soll, so ich eine Ahnung davon habe oder es mir möglich ist mit Dingen aus meiner Sammlung oder wie auch immer. Wenn es Themen gibt, die ihr gerne einmal sehen möchtet, fände ich es toll, wenn ihr es mir in die Kommentare schreibt und ich mache mir dann Gedanken darüber und antworte natürlich auch gerne, wenn ich kann. Gut, dann bin ich jetzt tatsächlich wieder am Ende und sage natürlich wie immer an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und keep seeking!